Mercedes-Benz zeigt erste Details und Teaser des EQS SUV. Kommt der vollelektrische Audi A3 e-tron und Kia zeigt den EV6 GT. Servus Leute, ich bin Alex und das und vieles mehr gibt es jetzt bei den Project News. Das vollelektrische Coupé-Crossover ist ab sofort auf der Kundenwebseite von Nissan oder bei allen Nissan-Händlern in Deutschland bestellbar. Das zu Preisen ab 47.490 Euro erhältliche neue Flaggschiff der Marke soll im Sommer 2022 auf die hiesigen Straßen rollen. Bis zum offiziellen Marktstart im Sommer ist der Nissan Ariya in drei Vorverkaufsversionen erhältlich. Das Basismodell ist mit einer 63 Kilowattstunden Batterie und Vorderradantrieb ausgestattet. Weiterhin werden zwei Varianten mit 87 Kilowattstunden Batterie angeboten, wahlweise mit 2WD oder mit dem eForce Allradsystem. Letztere fahren zudem mit dem umfangreichen Ausstattungspaket eVolve Pack vor. Wer sich für das Einstiegsmodell Ariya 63 Kilowattstunden mit 160 kW, 218 PS starkem Elektromotor, 63 Kilowattstunden Batterie und Frontantrieb entscheidet, kann zum Start von einer monatlichen Leasingrate von 399 Euro profitieren. Die Laufzeit beträgt dabei 48 Monate, die Laufleistung ist auf 10.000 Kilometer pro Jahr begrenzt. Die vorgesehene Anzahlung in Höhe von 6.000 Euro lässt sich mit dem staatlichen Umweltbonus begleichen. Bereits das Einstiegsmodell punkte mit einem im Wettbewerbsvergleich gutem Ausstattungsniveau, so der Hersteller. Die Batterie mit wassergekühltem Temperaturmanagement, die Reichweiten nach WLTP von bis zu 420 Kilometern ermögliche, lässt sich über das optionale plus 1000 Euro dreiphasige Onboard-Ladegerät mit bis zu 22 kW AC-Wechselstrom an der heimischen Wallbox oder an öffentlichen Ladesäulen aufladen. Praktisch auf längeren Fahrten ist die 130 kW DC-Schnelllademöglichkeit des Ariya, der über einen serienmäßigen CCS2-Ladeanschluss verfügt. Neben der Basisversion offeriert Nissan in der Vorverkaufsphase zwei darauf aufbauende Varianten, beide inklusive der Top-Ausstattungsoption eVolve Pack. Der 178 kW 242 PS starke Ariya 87 kWh eVolve Pack ab 60.000 Euro mit Frontantrieb bietet eine maximale Reichweite von bis zu 530 km pro Akkuladung. Alternativ können sich Kunden für das Allradsystem eForce entscheiden. Der Ariya 87 kWh eForce eVolve Pack ab 63.000 Euro kombiniert die Vorteile einer großen Reichweite mit zwei Elektromotoren, die 225 kW, 306 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment entwickeln. Der EQS SUV ist das dritte Modell auf der neuen modularen Architektur der Elektrofahrzeuge der Ober- und Luxusklasse. Er bringt das unverwechselbare Purpose-Design in das SUV-Segment, wie der Automobilhersteller ausführt. So kombiniere das neue Modell das progressive Design und den Komfort der EQS-Limousine mit dem Raumangebot und der Vielseitigkeit des beliebten SUV-Konzepts. Darüber hinaus verschmelzen im Innenraum digitale und intuitive Bedienelemente und innovative Ausstattungsmerkmale zu einem avantgardistischen Ambiente. Für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sorgen zudem der reaktionsschnelle Allradantrieb 4MATIC und ein intelligentes Offroad-Fahrprogramm, wie Mercedes-Benz weiter ausführt. Mit dem EQS SUV werde Mercedes-Benz wohl nicht den Pfad beschreiten, welchen man im Januar 2022 ins Auge gefasst hat, wird aber sicherlich schon verschiedene Ansätze der längerfristigen Strategie in sich vereinen. Damals gab Mercedes-Benz zu verstehen, dass man das Konzept des traditionellen SUVs neu erfinden wolle, um die Effizienz seiner nächsten Generation von Elektroautos zu verbessern. Sono Motors kann Anfang April einen nächsten wichtigen Schritt gehen. Nachdem sich abgezeichnet hat, dass die Zusammenarbeit mit NEVS für den Sion nicht zustande kommt, konnte mit Valmet Automotive die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung abgeschlossen werden. Diese beinhalte alle wesentlichen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und die Produktion des Sion festlegt. Jedoch kommt auch ein wenig Ernüchterung auf, der Sion kommt später und kostet mehr. Gefertigt wird der Sion vom finnischen Auftragshersteller in dessen Werk in Uusikaupunki. Valmet Automotive wird die Kapazitäten für die Produktion von mehr als 257.000 Fahrzeugen über einen Zeitraum von 7 Jahren bereitstellen. Allgemeine Kostensteigerungen, der Wechsel zu Valmet Automotive und die Entwicklung neuer Produktionslinien führen zu einer Erhöhung des Finanzierungsbedarfs auf mindestens 275 Millionen Euro inklusive erwarteter Zahlungen aus Reservierungen bis zum geplanten Produktionsstart im zweiten Halbjahr 2023. Eingangs erwähnt blickt man allerdings auch Kostenerhöhungen entgegen.
Bis Ende März 2022 verzeichnete Sono Motors für den Sion über 17.000 direkte Kundenreservierungen mit einer durchschnittlichen Anzahlung von 2.390 Euro netto. Ab dem Erreichen von 18.500 Reservierungen plant das Unternehmen den geschätzten Nettopreis des Fahrzeugs vor Steuern und Subventionen auf 25.126 Euro oder 29.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer zu erhöhen. Derzeit liegt der Preis bei 23.950 Euro netto. Mit der e-tron-Reihe hat Audi neue Maßstäbe in der e-Premium-Klasse gesetzt. Nun ist die Kompaktklasse dran. In den nächsten Jahren wird der A3 elektrifiziert, nachdem Plug-in-Hybrid-Versionen ja schon verfügbar sind. Bis 2027 soll es dann eine E-Version von allen Kernsegmenten geben. Das erklärt der Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann in einem Exklusivinterview mit der Automobilwoche. Für das A-Segment sieht Hoffmann ganz klar den Bedarf für Premium-Fahrzeuge. Konzernchef Markus Duesmann hatte zuletzt angekündigt, die Modellreihen A1 und Q2 auslaufen zu lassen. Nun sollen die beiden Modelle aber voll elektrisch weitergeführt werden. 2025 soll die letzte Verbrennergeneration auf den Markt kommen. Mit der Strategie Vorsprung 2030 hat sich Audi klar positioniert, die Zukunft liegt in der batterieelektrischen Mobilität. Dafür wird richtig viel Geld in die Hand genommen. In den Jahren 2022 bis 2026 plant der Audi-Konzern Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Sachinvestitionen von insgesamt rund 37 Milliarden Euro. Allein für Elektrifizierung und Hybridisierung seien rund 18 Milliarden Euro veranschlagt. Wenn ihr für euer Elektroauto die THG-Quote noch nicht beantragt habt, könnt ihr das jetzt mit meinem Kooperationspartner Smartificate. 250 Euro ist so der übliche Auszahlungsbetrag, wenn ihr aber dem Link in der Beschreibungsbox folgt, könnt ihr euch 300 Euro jedes Jahr sichern. Also ab dafür und weiter geht's. So lange ist es noch gar nicht her, da war in den Köpfen was mit Tigernase, billig und 7 Jahren Garantie. Doch diese Zeit ist per Du. Ob Design, Sportlichkeit oder Technologie, überall fährt Kia ganz vorne mit. Auch und gerade beim E-Auto. Der EV6 ist nicht ohne Grund Car of the Year 2022. Nun setzen die Koreaner auch da noch einen drauf. Einen, der nicht bloß im Kopf überzeugt, sondern vor allem im Bauch. Der EV6 GT. Wenn die beiden Motoren 160 kW vorne, 270 kW hinten ihre geballte Wucht und 740 Newtonmeter Drehmoment freisetzen, schiebt der EV6 GT trotz 2,3 Tonnen in 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und rauf bis 260. Das ist fast identisch mit dem Taycan Turbo, nur dass der knapp das 2,5-fache kostet. Apropos Vergleich, während die Schwaben ein Zweiganggetriebe an der Hinterachse verbauen, setzen die Koreaner in Sachen Übersetzung auf einen zweiten Inverter. Übrigens, der EV6 verfügt über die weltweit erste in Serie gefertigte Achse, bei der Radlager und Antriebswelle eine Einheit bilden. Das elektronische Sperrdifferential leitet die Kraft automatisch an die Räder mit dem stärksten Grip. Und hinter den 21 Zöllern greifen neongelbe Bremszangen um belüftete Scheiben im Format einer Familienpizza. Irgendwann ist der Saft im 77,4 kW Akku alle, spätestens nach offiziellen 424 Kilometern. Macht aber nichts, in gerade mal 18 Minuten steigt der Pegel von 10 auf 80%, vorausgesetzt natürlich die passende Säule steht parat. Für den EV6 GT ruft Kia knappe 66.000 Euro auf. Das ist zwar kein Schnäppchen, allerdings gibt es jede Menge Auto fürs Geld. Bestellen lässt sich der Starkstromer im zweiten Halbjahr, die ersten Auslieferungen in Europa sind für Ende des Jahres geplant. General Motors und Honda erweitern ihre Kooperation um eine Reihe erschwinglicher Elektroautos auf der Grundlage einer neuen globalen Plattform mit Ultium-Batterietechnologie der nächsten Generation von GM zu entwickeln. Geplant ist die weltweite Produktion von Millionen von Elektroautos ab 2027, einschließlich kompakter Crossover-Fahrzeuge. Die neue Serie ist für den nordamerikanischen Markt gedacht, heißt es in identischen Mitteilungen, die die Unternehmen veröffentlicht haben. Einem Zitat von GM-CEO Mary Barra zufolge nehmen die Unternehmen aber auch den Süden des Kontinents sowie China in den Fokus. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen die Technologie-, Design- und Beschaffungsstrategien beider Unternehmen genutzt werden. GM und Honda haben sich zudem vorgenommen, Anlagen und Prozesse zu standardisieren. Darüber hinaus wollen die beiden Hersteller eine mögliche Zusammenarbeit bei der Batterietechnologie erörtern. Das Ziel dabei, die Kosten der Elektrifizierung weiter zu senken, die Leistung zu verbessern und die Nachhaltigkeit künftiger Fahrzeuge zu fördern.
Die BMW Group konnte den weltweiten Absatz an vollelektrischen BMW und Mini-Fahrzeugen im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 149,2% steigern. Insgesamt wurden von Januar bis März 35.289 vollelektrische BMW und Mini in Kundenhand übergeben. Das Unternehmen plant, den Absatz reiner Elektroautos in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr mehr als zu verdoppeln. In 2021 konnte BMW, wie berichtet, 103.855 vollelektrische Autos ausliefern. Mit den 35.289 BEV im ersten Quartal lag der Anteil bei 5,9%. Über alle Marken und Antriebsarten hinweg konnte die BMW Group fast 600.000 Fahrzeuge ausliefern. Die Gesamtauslieferungen gingen im Vergleich zum Vorjahresquartal aber um 6,2% zurück. Rolls-Royce hat mit seinem ersten Elektromodell Spectre die Wintertests im Polarkreis bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad abgeschlossen und damit rund ein Viertel der insgesamt für den Stromer geplanten 2,5 Millionen Testkilometer. Zudem gibt es Gerüchte über das Antriebssystem des Stromers. Die Wintererprobung fand in und um das Testzentrum der BMW Group im schwedischen Arjeplog statt, 55 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Dort hat BMW in dieser Wintersaison auch den i7 und iX5 Hydrogen und die nächste Generation des elektrischen Mini erprobt. Die über 600.000 Testkilometer wurden bei Temperaturen von bis zu minus 26 Grad Celsius abgespult. Die Fahrzeuge wurden zusätzlich in Klimakammern auf 40 Grad unter Null gekühlt, um das Batteriemanagement und die Haltbarkeit der Systeme weiter zu testen. Und das waren wieder einmal die News in der Kalenderwoche 14. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.